Hallo, hier ist Dirk aus Niedersachsen. Wir sind jetzt seit ein paar Tagen in der Maisernte und ich wollte euch noch mal eben so ein bisschen was zu unserer Ernte erzählen und zum Mais. Hier haben wir jetzt eine komplette Maispflanze, wie ihr sehen könnt. Was mich immer fasziniert ist, dass diese große Pflanze aus einem einzigen Korn entsteht. Das ist das Wunder der Natur, was sie jedes Jahr wieder für uns bereithält. Dieses ist ja diese Maispflanze, hier hängt der Kolben dran. Und das, was ihr normalerweise nicht sehen könnt, ist dieser Wurzelstrunk. Und wenn wir hier mal in dieses Erdloch reingucken, ich habe euch das mal ausgehoben, dann seht ihr, wie verwurzelt unser Mais auf den Feldern ist. Es sind ganz viele kleine Wurzeln, wo er Nährstoffe und Wasser aufnimmt. Dieses Jahr ist der Mais nicht ganz so geraten wie andere Jahre. Wir haben verschiedene Wetterkonstellationen gehabt, die nicht so spannend waren für den Mais, dass es nicht so gepasst hat, aber trotzdem ist noch eine gute Ernte herangewachsen. Hier seht ihr das, was gewachsen ist. Das ist unsere Ernte. Ich werde hier mal abbrechen und dann könnt ihr sehen, hier dran kann ich die Erntereife des Mais erkennen. Ich werde den Korn abpicken und werde es so ein bisschen ausquetschen und ihr seht, dass noch ein klein bisschen Feuchtigkeit im Korn enthalten ist. Und das ist für uns als Milchbauern ein wichtiger Punkt, dass die Maisstärke nicht zu reif ist, aber auch genügend Ertrag gekommen ist. Wenn man die Maispflanze und den Bestand ansieht, die Lieschen sind schön abgereift, die Restpflanze ist jetzt auf dem Verwelkenden. Wir haben den ersten Frost gehabt und heute wird dieser Schlag geerntet. Jetzt gehen wir zum Maishäcksler hin, da seht ihr, wie die Erntemaschine arbeitet. So, jetzt sind wir hier bei der Erntekette angekommen. Der Häcksler, der kommt hier gleich raus. Guckt euch mal an, was der hier für Geräusche macht. Bin ich wieder. Ihr habt gesehen, der Wagen ist eben auf den Hof gekommen, ist auf der Waage gewesen. Da wird das Gewicht festgestellt, damit wir nachher Ergebnis haben, was die einzelnen Flächen an Ertrag gebracht haben, damit wir daran unsere Düngung und unsere zukünftige Planung für die Fläche verfeinern können. Hier hinter mir könnt ihr jetzt sehen, wie der Wagen gleich ablädt und der Mais in die Silomiete eingearbeitet wird. Das ist unser Winterfutter. Mais, unsere Rationen bestehen auf 50% Gras und 50% Mais. Ziemliche Arbeit.
Aber das macht nichts, weil abends, wenn alles fertig ist und wir richtig nass gespitzt sind, trinken wir eine Flasche Bier und dann wird alles gut. Macht's gut, Leute, bis nächstes Mal im Netz.